So, da bin ich schon wieder. Weiter geht's mit Wasteland 3. Also, dann erkunden wir jetzt mal unsere Basis, die wir jetzt hier haben. Ah ja, stimmt. Wir können ja, wir haben vorher noch ein Level-Up bekommen. Wir können jetzt unsere beiden Startcharaktere, Abraxe und Idulim, auch mal noch ein bisschen hochleveln. Ab Level 3 erhalten deine Rager einen Attributspunkt pro Level. Die Verbesserung von Attributen kostet immer einen Punkt. Attribute sind die Quelle all deiner Vitalstatistiken. Okay. Möchtest du länger leben, schneller laufen, besser schießen oder härter zuschlagen? Dafür gibt es Attribute. Gut, wir können jetzt ein Attribut verbessern. Und ich bin echt ein Freund davon, dass wir einfach nochmal extreme Charaktere machen. Mit extremen Eigenschaften. Mit extremen Spezialisierungen vor allem auch. Obwohl, oder? Doch lieber Stärke. Ich meine, ist Kampfgeschwindigkeit auch die Reichweite, die mein Charakter rennen kann? Das wäre nämlich vielleicht noch ganz gut auch. Aber mehr Aktionspunkte heißt definitiv mehr Rennen. Also machen wir mehr Aktionspunkte. So, gut, dann brauchen wir jetzt noch Fähigkeiten, haben wir noch 3 Punkte zu vergeben. Im Grunde haben wir jetzt alles, was wir wollten, ne? Eigentlich passt das jetzt soweit. Wir haben jemanden mit erster Hilfe. Dachte ich zumindest. Ach, hier in dem Bildschirm wird nicht angezeigt, wer das schon hat. Na, das ist ja... Ach doch, war der oben. Ah, ganz oben. Okay. Erste Hilfe haben wir. Ah, hinterhältiger Scheiß kann unser Marshal Kwon gut. Fallen Crusader, Abraxe, Fallen Crusader. Fallen Crusader, Fallen Crusader. Basti. Überleben kann keiner, aber das ist Schaden gegen Tiere, gegen Mutanten. Weltkartenbegegnungen vermeiden. Naja, will ich ihn nicht vermeiden, passt schon. Tausch kann keiner. Dass keiner handeln kann, finde ich echt ein bisschen blöd eigentlich. So ein bisschen Tauschhandel wäre vielleicht schon ganz gut. Aber andererseits... Ich meine, 3 Fähigkeiten, jetzt mal ganz ehrlich. 3 Fähigkeiten. Hier, Basti hat ganze 5 Fähigkeiten, auf die er sich spezialisieren muss. Alle haben 5. Also die anderen beiden haben 5. Dann können die beiden Startcharaktere sich jetzt ruhig nochmal eine 4. Spezialisierung aussuchen. Dann darf jetzt Idulim zusätzlich noch ein bisschen Tauschhandel betreiben. Aber wirklich nur ein bisschen. Schon eher aufs Nahkämpfen spezialisieren. Und aufs Schlösserknacken natürlich. Und aufs Toaster reparieren. Ja, verdammt, man kriegt pro Level aber auch nur 3 Punkte. Ne? Das ist schon, als wäre es gemacht für 3 Charaktere, für 3 Punkte, für 3 Fähigkeiten. Das muss man schon sagen. Gibt es überhaupt noch irgendwas, auf dem wir ihn hier noch spezialisieren könnten? Tauschhandel war wirklich eine Sache, wo ich mir dachte, wäre schon cool, wenn das noch wer hätte. Aber ich glaube, alles andere ist mir jetzt tatsächlich relativ wurscht. Nö, dann hat jetzt Abraxo Glück und darf sich wirklich auf seine 3 Kernspezialitäten konzentrieren. Schwere Waffen, ein harter Hund sein und Tierflüsterer. Das wird auch immer teurer hier. Also die 3 Fähigkeitspunkte reichen gar nicht mehr irgendwann. Es kostet insgesamt 20, damit man auf Level 10 kommt. Im Durchschnitt werden die quasi, sind die Punkte in Wirklichkeit doppelt so teuer. Am Anfang ist es nur billig. Na gut. Trotzdem, Basis erkunden. Schnell speichern. Los geht's. Ach so, warte mal. Jetzt können wir mal die Türen wahrscheinlich öffnen, die vorher noch verschlossen waren. Sind sogar schon offen. Schauen wir einfach mal durch Tor Nummer 1. A garage. We get this cleaned out, you can put your truck in here.
Eine Garage für unseren Truck mit verrosteten Schlitzer. Was? Schlitzschneider. Ach so. Der lügt da rum. Die Leiche einer jungen Frau liegt dir zu Füßen. Ihr Körper ist unnatürlich verdreht. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie schon eine Weile hier. Ah, Erste Hilfe 2. Versuchen herauszufinden, wie sie gestorben ist. Die unnatürliche Position des Körpers deutet auf eine Art Anfall hin. Und es gibt Anzeichen von Verfärbung in ihrem Gesicht, die auf Herzversagen hindeutet. In ihrer rechten Hand hält sie einen schweren Metallschlüssel fest. Das Metall ist verfärbt und Brandflecken schwärzen ihre Fingerspitzen. Ah, ein Stromschlag wahrscheinlich. Es sieht für euch wie ein klassischer Fall von Stromschlag aus, ja genau. Die Leiche untersuchen. Die Frau trägt einen Patchwork-Overall und einen Ledergürtel. Ihre Taschen sind mit Sicherungen, Drahtbürsten und Leiterplatten vollgestopft. Sie sieht so aus, als hätte diese Ödländerin ihren Lebensunterhalt mit dem Aufstöbern und Reparieren von Elektronik verdient. Sie hätte sich in einer alten Werkstatt wie dieser wohlgefühlt. Die Leiche in Ruhe lassen. Können wir den Wagen hier... Ah, Schlossknacken 2. Haben wir doch. Ein Reparaturkit. Ein Satz simpler mechanischer Komponenten und Werkzeuge, mit denen Fahrzeuge und Roboter repariert werden können. Können wir jetzt den hier reparieren? Na. Kann irgendwie nicht mit dem reden. Ich weiß nicht genau, warum... Da steht zwar reden, aber ich kann irgendwie nicht interagieren mit dem, leider. Aktuell. Ein verschlossener Spind. Bitte einmal knacken. Der automatische Chauffeur. Eine Vorkriegsanzeige für eine Art Roboterfahrer. Tired of gridlock? Sick of dodging reckless drivers? Fed up with paying a fortune to shady mechanics that never actually fix your car? Consolidated Atomics has the answer. Introducing Hermes, the revolutionary vehicle AI. That's an expert driver, navigator, and auto mechanic all in one. Hermes remembers your daily commute, gathering up-to-the-minute traffic reports to plot the quickest route to your destination. The AI also takes care of basic maintenance, keeping your vehicle in peak condition. Visit your local dealership for information on a Hermes upgrade kit today. Consolidated Atomics. 21st Century Solutions for the problems of today. Sehr schön. Dann haben wir einen kurzgeschlossenen Kontrollchip, der ist Müll. Den brauchst du nirgends mehr reinstecken, der ist total ausgebrannt. Ein Waffenmod. Jetzt können wir ja Waffenmods benutzen mittlerweile schon. Sehr gut. Stimmt, wir haben ja schon mal einen gefangen. Einen wilden. Spannungsfreier Lauf. Okay. Einfach und gleichmäßig gezogener Lauf auf einem echten Kaliber für verbesserte Geschossgeschwindigkeit. Was? Wie auch immer. Müll und saurer Schlamm. Ein seltsamer, brodelnder Schlamm, der Biomasse zersetzen kann. Für den richtigen medizinischen Kopf könnte es möglich sein, kurative Eigenschaften aus ihm zu extrahieren. Ist aber Müll. Und ein Terminal. Okay, da muss ich nochmal kurz speichern. Warum ist denn das so ausgegraut, das Schnellspeichern, wenn es dann doch funktioniert? Komisch, oder? Naja.
Dieser Terminal zeigt Informationen über die Systeme der Basis an. Momentan scheint alles in Ordnung zu sein. Neueste Aktivitätsprotokolle untersuchen. Die meisten Protokolle scheinen in einer das ist doch was anderes als bei unserem Hauptcomputer. Hier wurden die meisten Daten gelöscht anscheinend. Der Terminal hat auch Steuerungen für ein paar Fahrzeugaufzüge in der Nähe, zeigt aber momentan an, dass diese nicht reagieren. Dienstaufzugplattform zurückrufen. Anfrage gestellt, bitte warten. Ein lautes Knirschen ist aus der rissigen Falltür neben dem Eingang der Werkstatt zu hören. Der Geruch nach rostigem Metall füllt den Raum. Mechanisches Versagen berichtet. Einer Diener-Drohne wurde ein Reparaturauftrag ausgeteilt. Okay, vom Terminal zurücktreten. Ich dachte, dass ich damit jetzt vielleicht diesen riesigen Spinnenbot irgendwie... Aber mit dem kann ich wirklich gar nichts machen, leider. Komisch. So, wo haben wir denn jetzt gerade den... Wo haben wir denn jetzt gerade den Lift geholt? Graben. Ich habe eine alte Blechdose ausgebuddelt. Das war jetzt nicht ganz das, was ich wollte, aber gut. Da ist ein Hase, der Ei, Ei, Ei schreit. Interessant. Ich vergesse manchmal, dass man in dem Spiel die Kamera theoretisch drehen kann. Bei so isometrischen Spielen mag ich das immer gar nicht. Ich habe die Kamera immer gern so aus einem Winkel und fertig. Deswegen denke ich da immer gar nicht dran. System's active. System's active. Greetings, Rangers. Ach, ich glaube, das war unser Auto, das da gerade mit uns geredet hat, oder? Da steht's, ein bisschen komisch eingeparkt hier. Ranger Hauptquartier verlassen? Nein. Nicht gehen. Wo habe ich denn jetzt bitte den Lift geholt? Erstens. Und ach, da habe ich den Lift geholt. Schlösser knacken Stufe 3 erforderlich. Können wir zum Glück. Oder? Ist das der? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eine Lunchbox Müll. Diese Bären sind uns in Erinnerung geblieben. Wieder ein verbogener Aktor. Eine Blechdose, Müll und Titaniumpanzerung. Warum sind Killerroboter so zäh? Diese schwere, verstärkte Titanpanzerung ist deine Antwort. Tja, keine Ahnung. Ich weiß wieder, was ich mit dem hier anstellen kann. Roboter hacken. Im Kampf benutzbar. Durch Schuss. Naja, dann gehen wir weiter. Keine Ahnung. Schauen wir mal hier rein. Stolperdraht. Minen. Wer ist gleich nochmal unser Sprengstoffexperte? Sprengstoff. Hier. Fallen Crusader. Dann bleiben jetzt bitte alle mal hier draußen stehen. Und Fallen Crusader versucht alleine die ganzen Fallen hier drin. Oder hier sind nämlich mehrere Fallen, weiß ich noch, von meinen früheren Playthroughs. Oder nicht Playthroughs, sondern Playtests oder so. Deswegen gehe ich gleich nur mit ihm rein. Weil er auch mehr Resistenzen gegen Sprengstoff hat. Ah, hier müssen wir aber Schloss knacken. Das kann er nicht.
Aber jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Dammit. Ich wusste es doch, aber leider hat die unser Charakter zu spät erspäht. Hier finden wir Granaten. Wie lange brennt denn der jetzt noch? Sie. Soll ich raus in den Schnee? Vielleicht hilft's. Auf jeden Fall muss ich jetzt was tun, sonst stirbt die. So, passt wieder. Na gut, Team Assemble. Gehen wir wieder alle gemeinsam los.